auch ist. Oh Gott. Eigentlich will ich nicht raus. Der Traum da gerade eben wieder hat mir gezeigt, nee, du solltest da bleiben, wo du bist. Und dir geht's gut. Was macht Ihnen solche Angst? Leider komme ich da nicht raus. Schade, ich hätte gerne nach draußen geguckt. Wie gesagt, ich bin nicht so der Typ, der jetzt fürs Rausgehen wäre. Also nicht, dass es nicht abenteuerlich werden würde, aber so einen Rat bekommt man nicht ohne Grund. Eine andere Wahl haben wir, glaube ich, nicht. Sollen wir raus, sollen wir nicht raus? Ich glaube, wir müssen sogar raus, sonst haben wir verloren. Ich meine, Aiden ist auf unserer Seite, aber trotzdem. Er hat abgeschlossen, der Typ. Okay. Er hat wahrscheinlich von außen irgendwas davor gestellt, ne? Oder auch nicht. Ah, abgeschlossen. Okay. Ich will nicht wissen, was draußen passiert. Okay, hier kann ich nicht viel machen. Die Frage, mich würde halt interessieren, was in den anderen Räumen ist, bevor ich reingehe. Oh. Das ist der Vater, der meditiert. Oder auf etwas wartet. Oh nein. Sofort! Bitte, Jodie. Los, tu es einfach. Ich bereue es jetzt schon, nicht mit einem von den beiden Autofahrern mitgefahren zu sein. Okay, das ist der ältere Sohn. Okay, das ist die ältere Dame. Und in irgendeinem von den beiden ist noch der jüngere Sohn. Hier, oh. Der hat auch ziemlich Schiss. Und das war unser Raum. Ich sehe sehr wenig. Ich hasse es. Gut, dann legen wir uns halt hin. Wenn die uns das so sagen, machen wir das halt.
Also ich würde es liebend gern aufstehen. Wir scheinen sie überlebt zu haben. Was genau passiert ist, weiß halt. Also weiß ich jetzt nicht, ja. Aber ich hoffe, dass die jetzt etwas redefreudiger sind, als sie es in der Vornacht waren. Oh, shit. Wer oder was war das? Ja, Jody, sehr gut. Nimm alles mit. Ich denke, wir gehen. Es dürfte bald wieder ein Auto vorbeifahren und da steigen wir sofort ein. Mir wird's ein bisschen zu unheimlich hier. Also mich würde schon krass interessieren, was da war. Also einfach so passiert da doch nichts. Die Jungs sollten dich nicht wecken. Danke. Das war echt nötig. Willst du einen Kaffee? Gut, er hat es mir angeboten, dann trinken wir halt einen Kaffee. Aber wie wär's mit hier? Sag mal, was war gestern Abend so? Gefallen hat es mir nicht wirklich. Ja, die wollen nicht drüber reden. Ich hasse sowas. Gut, dann gehen wir. Ich bin dann mal weg. Danke. Hier gibt's eine Menge Arbeit auf der Farm. Vielleicht willst du für ein paar Tage hierbleiben. Du kannst uns helfen. Ich kann nichts bezahlen, aber jetzt ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch. Wie sieht's aus? Ja. Ja, wieso nicht? Gut. Du findest Klamotten in Corys Zimmer. Wir sehen uns draußen. Einsatzbereit? Ich bin startklar. Die Schafe brauchen Wasser. Das kriegst du doch hin. Klar. Ich hätte Nein gesagt und wäre gegangen, aber ich hatte ja nicht mal die Wahl, ja. Finde ich sehr nett. Na, komm. Ich fasse es nicht, dass nicht nachgefragt wird, was da gestern Abend war. Aber gut, ich hoffe, es war einmalig und es wird nicht, ist nicht jede Nacht so, weil dann ist es ja unfassbar. Wie soll man dann hier schlafen können? Oder geschweige denn hier leben? Du bleibst da so eine Weile. Das scheint wohl so. Klasse. Ich meine, es ist gut, wenn jemand hier ist. Oh. Holst du etwas Heu vom Heuboden? Natürlich. Wolltest du an der Oma vorbeilaufen? Also die macht mir ein bisschen Angst. So ist eine sehr komische Frau. Redet zum Glück nicht. Na, da oben ist Heu. Die haben ja auch ein Motorrad. Cool. Hilf mir ein. Verdammt, sagte ein. Nur ein Ballen, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. Jody, Lunch?
Okay, ich mach das hier nur schnell fertig. Okay, wo muss das Heu hin? Ich würde sagen, mal da rein. Pack's irgendwo hin. Danke, Jody. Zeit zum Essen. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich hab hier noch zu tun. Okay, na dann. Gut, dann essen wir eine Runde. Setz dich doch. Danke. Ist das wahr, dass deine Großmutter nicht spricht? Schon seit Jahren? Ja. Mein Vater sagt, sie redet kein Wort, seit meine Uroma damals gestorben ist. Das sind bald 30 Jahre. Ihr habt wirklich viel Arbeit auf der Ranch. Ja. Jay kümmert sich um die Pferde, ich hab die Churros und mein Vater macht ziemlich den ganzen Rest. Hm. Was waren das für Geräusche heute Nacht? Da war dieser Lärm wie ein Hämmern am Haus. Das ist nur der Wind. Er macht seltsame Geräusche hier draußen. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Stellst du immer so viele Fragen? Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Etwa, wo du herkommst, was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ha? Also behalte deinen Scheiß für dich. Und hör auf mit den blöden Fragen. Entschuldigt mich, ich muss arbeiten. Der meint's nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Tja, ich schätze, ich mach lieber weiter. Sonst dreht Pa durch. Wir sehen uns. Toll, Jody. Okay, was wird denn wohl die nächste Aufgabe sein? Was macht der denn da? Mal sehen, was Jay macht. Blöder Sturkopf. Nie will er mit den anderen mit. Darf ich's mal probieren? Kennst du dich mit Pferden aus? Nein. Geh ruhig rein. Dein Name ist Ashki. Hey, Ashki. Hab keine Angst, ich komme jetzt rüber zu dir, okay? Okay, versuchen wir mal unser Glück. Ruhig. Ruhig, mein Guter. Siehst du, Ashki? Gar nicht so übel, oder? Dann gib's zu. Du magst mich eigentlich, ne? Hey, Aiden. Wolltest du schon mal reiten gehen?
bringe ihn auf die Koppel. Okay, wo muss er hin? Ah, okay, wahrscheinlich hier rein. Wie hast du das gemacht? Wir stecken alle voller Rätsel. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt.